Hey Leute, willkommen zurück zu Dishonored, die Maske des Zorns. Oh, ich höre doch. Du kommst jetzt nicht hierher, oder? Doch, kommt er. Machen wir das mal eben so. Schwupps. Und schnell würgen. Ja, so ist das fein. Alles klar. Ja, ich habe mich hier noch ein wenig umgeschaut, wie ich sagte das letzte Mal. Aber ich denke mal, wir belassen es hierbei. Ich wollte ja eigentlich noch zwei andere Alternativen zeigen mit den Pendleton-Brüdern. So heißen die. Und ich hätte zum Beispiel auch einen hier drin in der Kammer töten können. Wo hast du das gelernt? Indem ich hier den Dampf aufdrehe. Nur komischerweise ist der nicht hier unten gewesen, der Pendleton-Fuzzi. Oh, da ist noch Geld. Und zwar in vielen Dingen. Morgan und Custis werden Stunden brauchen. Wie immer. Ja, ich könnte jetzt nämlich das hier machen, das Rad daran setzen und dann drehen, bis die beiden darin sterben. Aber das möchte ich nicht tun, weil erstens sind die Pendletons schon ausgeschaltet und zweitens sind das hier Unschuldige. Von daher will ich sie nicht unnötig leiden lassen. Dampfraum. Das Druckventil funktioniert nicht mehr richtig. Das ist schon das zweite Mal. Sie bekommen keine dritte Chance. Reparieren Sie es oder ich suche mir jemand anderen, weil ich nicht riskieren will, dass noch ein Unfall passiert. Unsere Kunden gehören zu den wichtigsten Leuten der Stadt. Madame Prudence. Ja, die liebe Puffmutter. Madame Prudence. Sie hat doch ein Herz aus Gold. Zumindest hätte sie gerne eins, denn ich glaube, die ist ziemlich geldgeil, wenn sie sowas sagt. Weil hier geht es nur um die Kohle und nicht um die Menschen selbst, denke ich. Aber das haben wir schon erlebt. Ich meine, nicht umsonst hat sie sich mit den Pendletons eingelassen. So, warte mal, hier oben ging es dann. Die hat aber auch einen dicken Hintern, diese Statue, oder? Und noch was anderes Dickes. Aber egal. Das ist wohl Absicht. Ein gebärfreudiges Becken. So, jetzt hole ich mir aber Emily endgültig, die arme Kleine, dass wir ihr wieder ein neues Zuhause geben, weil ich glaube, so ein Bordell ist nicht die passende Umgebung für eine kleine Kaiserin. Wo ist denn die hin? Die hatte ich doch schlafen. Na egal. Das ist leider sowas, was mir aufgefallen ist. Nicht die Leichen, sondern die Körper verschwinden manchmal. Wer bist du? Warum trägst du eine Maske? Corvo? Corvo, du bist es! Oh, das freut mich. Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis, tot, wie Mutter. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm. Ich versuch's zu vermeiden, aber ich denke mal, wir kommen hier ganz gut raus, oder? Warte mal, ich komme gleich. Ich mich gerade noch schauen. Haben sie dir noch ein bisschen Geld dagelassen? Nee, sieht nicht so aus. Warte, Emily. Emily? Wo ist sie denn? Mann, ist sie schnell. Uah, was war das eben? Ich bin hängen geblieben im Geländer. Warte. Warte doch. Mann, rennt die aber auch darunter. Sage mal, die ist ja kleiner Wirbelwind. Jetzt bleib doch mal stehen. Oh, da sind noch Elixiere. Natürlich nicht. Elixierlieferschein. Hier ist das Elixier für diese Woche. Möge es Ihren Damen wohl bekommen. Doch der Boss sagt, dass wir dieses Mal Geld als Bezahlung wollen. Kein Handel mehr. Craxton. Ja, ich weiß, was für eine Ware Sie fallgeboten haben. Wahrscheinlich haben Sie in fleischlichen Gütern bezahlt. Schließ die Tür auf, damit wir von hier verschwinden können. Okay, mach ich doch sofort. Dieses Haus liegt am Fluss. Du bist mit einem Boot gekommen. Woher weißt du das? Ich warte beim Boot auf dich. Ich kenne den Weg. Keine Sorge. Ich wollte... Nein, Emily. Ich wollte gerade schon sagen. Du willst jetzt nicht... Sie tut's. Sie tut's tatsächlich. Die geht jetzt alleine ans Boot, oder wie? Der Destilleriebezirk ist ein gefährliches Pflaster mittlerweile. Wir haben es schon gesehen, was hier alles an Türmen steht und Wachen und überhaupt. Wo bin ich jetzt eigentlich gelandet im Destilleriebezirk? Ach nee, oder? Komm. Oh, wie geil. Komm zum Abendessen. Komm. Sie lebt noch. Oh. Komm. Knochenartefakt. Ist hier noch was? Oh, ich bin so froh, dass sie noch lebt. Warte mal, ich werde sie gleich anquatschen. Erstmal die Blutwurst wegmampfen. Gräfin. Schön, dich wiederzusehen, Geliebter. Aber stirb jetzt nicht. Sonst fällt das Mädchen in den Fluss. Oh, ich freue mich, dass sie noch lebt. Wirklich. Ich mag sie. Der Outsider, das kennen wir schon. Ach, schau mal. Hemlock Essence. Die vielen Herren fragen nicht mehr nach mir.
Du hast dich darum gekümmert, nicht wahr? Wie nett von dir. Man könnte meinen, dass sie nicht blind ist. Sie schaut mir genau in die Augen, oder? Ist schon ein bisschen unheimlich, die Gute, aber... Oh, da liegt doch was. Oh, oh. Ich hab's doch gewusst, das sind Weiner. Och Mann, ich hab keinen Bock auf die. Die sind so... Den attraktiven Mann mit den hübschen dunklen Augen. Ich will ihm nur sagen, dass ich meinen Teil übernehme. Ja, die Lumpengräfin übernimmt ihren Teil. Sagst du ihm das bitte, wenn du ihn siehst? Aber natürlich. Mach ich doch gerne. Oh, der sieht auch aus wie ein Weiner. Oh Mann. Allisons Brief. Lieber Daniel, ich habe einen Posten als Geologin bei der Horizon Trading Company in Cerkonos angenommen. Bald schon werden wir unsere erste Studie direkt südlich von Karnes beginnen. Warte nicht zu lange mit deiner Abreise, denn ich habe gerüchterweise gehört, dass den Leuten die Ausreise aus der Stadt verboten wird. Warte in Kanaka auf mich. In Liebe, deine Allison. Meinen Kragen zu richten, Mama. Der Ball beginnt bald. Ist mein Haar seidig genug? Er ist bestimmt auch da. So, so. Na, er hat's wohl nicht geschafft. Oh, wo sind die Mistdinger? Ach, hier bin ich. Hä? Warum ist jetzt... Früher war hier keine Tür, oder? Oh, 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 oh. Schnell hier durch. Oh, diese blöden, blöden Weiner. Ich möchte sie ja eigentlich... Ja, ich weiß nicht. Es sind halt immer noch Menschen, auch wenn sie infiziert sind. Aua. Ach, sieh mal. Hast du noch was Neues, Griff? Suchen Sie was Bestimmtes. Ja, wenn du was Neues hast, gerne. Wie viel habe ich denn? Oh, ich habe schon wieder ganz schön Kohle. Nee, bei dir kaufe ich keine Betäubungsbolzen. Du bist mir zu teuer. Naja. Gut, dann wissen wir wohl... Wo rennt er hin? Nicht, dass die jetzt über die Dächer kommen. Das wäre jetzt ein bisschen... Schön wäre das. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum Schiff und zu Emily. Die wird schon da auf uns warten, oder? Nicht, dass jetzt hier neue Wachen kommen. Ja, ich speichere mal wieder zur Sicherheit. Ich habe mir auch gesagt, ich werde versuchen, das Ganze ein bisschen einzuschränken, denn es ist manchmal ja doch ein bisschen übertrieben, was ich da mache. Aber... Ja, ich weiß nicht. Wenn ich es verhaue, dann bin ich meistens eh tot. Von daher, wenn ich dann was nachspielen muss, dann ist es wahrscheinlich mehrere Minuten lang. Und ich denke nicht, dass ihr das unbedingt sehen wollt. Deswegen ist es ja auch nur euch zugute. Nicht, dass ich unbedingt ein schlechter Spieler bin. Das ist eigentlich schon, aber nicht zwangsläufig. Also, so Sam. Sind Sie beide soweit? Corvo, Sie müssen heute Abend in der Stadt Wunder vollbracht haben. Ich kann meinen alten Augen kaum trauen. Ja, bringen wir Emily nach Hause. Zum Hauen Pitzpap. Oh, die Details. Och nee, oder? Die haben einmal... Das hat mir meinen Geist verwehrt. Och Mensch. Ja, keinen getötet, Chaosfaktor niedrig und einen Bewusstlosen haben sie. Ey, das ist so bescheuert. Ich weiß halt echt nicht, wo das war. Oder? Könnt ihr euch dran erinnern? Und ich habe halt mal eben 1500 Münzen nicht gefunden. Das ist schön. Ey... So ein Käse. Hier muss man wahrscheinlich echt jeden Winkel absuchen, dass man alles findet. Naja. Ist ja egal. Man soll nicht um vergessene Münzen weinen. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendants. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, Eure Hoheit, vergebt mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von erwachsenen Dingen gehört. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Wie gesagt, Bordelle sind kein geeigneter Ort für ein kleines Mädchen. Aber jetzt ist sie ja hier in Sicherheit, hoffe ich. Milady? Immer noch Gentleman, der liebe Corvo. Finde ich gut. Lady Emily, ich bin Callista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie Ihr Zimmer im Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. Sowie den ganzen Hound Pits Pop. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Okay. Na, ich denke mal, hier ist sie in sicheren Händen. Oh, das ist schon irgendwie erleichtert. Sie beantworten mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für sie im Parlament abstimmen.
In einer Nacht haben sie mehr getan, als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Ach, da fühlt man sich doch gleich viel besser, oder? Mal ganz ehrlich, da ist man doch gleich wieder der Held. Warte mal, ich will aber erst mal schauen. Das kann ich mir vorstellen. Ah, der Glückliche. Nee, gibt's keine Runen. Aber ihr habt ja schon geschrieben, ich soll doch mal öfter das Herz benutzen, dass man mehr Geheimnisse erfährt. Ah. Warte mal. Ich gehe mal zu Lord Pendleton. Was soll's. Oder nee, soll ich zuerst zu Piero? Nee. Oh, guck mal, da gibt's wieder neues Zeug. Soll ich mich hier nochmal umschauen? Ich weiß es nicht, weil ich kann mir denken, dass es wieder neue Sachen gibt. Ja, gehst du? Warum zieht er sich nicht hoch? Sag mal. So. Lord Pendleton, warte. Wenn man es sich vorstellt, Lord Pendleton ist der Sohn von Edel. Das wissen wir doch schon. Was, ich kann ihn töten? Was soll denn das? Ich steck erstmal die Waffe weg, sonst passiert mir das noch. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Wer sucht mich? Havelock? Den kenne ich ja gar nicht. Wer ist das denn? Ja, ich find's lustig. Das verrückte Genie. Okay. Havelock. Dann gehe ich doch mal gleich zu Havelock. Aber erst noch zu Piero. Mein lieber Kumpel Piero, wo bist du denn? Da ist er. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ja, bist du nett? Kein Hallo, wie geht's dir? Lebst du auch noch? Und ich bin ja stolz auf dich, was du vollbracht hast. Egal. Zeig mal. Was hast du denn alles? Ah, die Maskenoptik. Er hat jetzt Runen im Angebot. Das ist ja nett. Okay, warte mal. Ich will mir erstmal... Ach, das ist alles Käse hier. Ich möchte mir nichts holen, was tötet. Na gut, Maskenoptik 2 kaufe ich mir mal. Rüstung, ja, kann man machen. Natürlich, ich meine, es kommt ja nicht oft zu Auseinandersetzungen, aber wenn jetzt mal so ein blöder Weiner mich anspringt, ist das vielleicht schon ganz praktisch. Warte, eine Rune kaufe ich mir. Ah, es hätte fast gereicht für 2. Verdammt. Ah, komm, kaufe ich mir noch ein paar Pfeile. Perfekt. Perfekt. Warte mal, was habe ich denn jetzt eigentlich noch alles? Knochenartefakte? Ja, das... Achso, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Das war ja von der Gräfin, von der von der Lumpengräfin. So. In seltenen Fällen stellt ein Trank dein Mana vollständig wieder her. Ja, nee. 6 Runen, warte mal. Ich glaube, ich wollte mir eigentlich sparen, aber... Ich hole mir mal die Nachtsicht 2. Ich will wissen, was das noch alles Neues bringt. Und die 2 Runen, die habe ich ja mal eben... Das ist ja cool. Seht mal. Die Items werden jetzt noch eingefärbt. Und die Hebel hier sind blau. Aha. Gibt es hier noch mehr? Oh, da unten leuchtet noch was. Was ist das? Anhänger der Perths. 50 Münzen. Wow, ey, das ist cool. Geile Sache. Warum habe ich mir das nicht schon früher gekauft? Warte mal, hier liegt auch noch was. Da oben ist noch alles. Das gibt's ja nicht. Das ist ja richtig praktisch. Sind dramatisch geschrumpft. Normale Bürger dürfen ab sofort nur noch eine halbe Dosis pro Tag erwerben. Was? Sie dürfen nur noch erwerben? Jetzt geht's sogar schon über diese Zweiklassengesellschaft hinaus, oder wie? Nicht mal mehr Geld ist entscheidend. Kinder mit Anzeichen der Seuche sind umgehend zu melden. Keine Ausnahme. Oh, dieser Ansager geht mir so langsam auf den Keks, ne? Okay, da haben wir wieder schön was eingesackt. Da oben ist... Oh, das ist ein Corvus Zimmer. Och nee, sag bloß, hier finde ich jetzt Pfeile, dann würde ich mich jetzt ärgern. So. Ach, natürlich, da liegen wieder Betäubungsbolzen. Corvo, vielen Dank, dass Sie mir einen lebendigen Weiner organisiert haben. Hä? Hab ich doch gar nicht. Ein unschätzbar wertvoller Fund für meinen alten Freund an der Akademie der Naturphilosophie.
weil lebende Exemplare nur sehr schwer aufzutreiben sind. Sie können sicher sein, dass mein Kollege die Situation so menschenwürdig wie nur möglich handhaben wird. Piero. Aha. Och, Menno. Hab ich jetzt die blöden Bolzen gekauft. Hätte ich das nicht getan, hätte ich mir wahrscheinlich eine zweite Rune leisten können. Achso, warte mal. Ich gehe nochmal rüber in den Turm, vielleicht ist da was Neues. Der war hier. Zack. Saß da eben jemand? Callista. Ach. Ich will mich jetzt nicht umsehen. Natürlich. Wir zeigen es Ihnen später. In Ruhe. Ich frage mich, ob meine Mutter noch lebt. Ich sah, wie sie die Klinge traf, aber vielleicht hat sie überlebt und sich erholt. Wäre das möglich? Es tut mir leid, Emily. Aber sie hat nicht überlebt. Oh. Sind Sie zur Beerdigung gegangen? War es eine schöne Feier? Ein Zug von Kutschen rollte durch die Stadt. Es war wunderschön. Blumen überall. Und Tausende weinten, weil sie so vermissen. Hätte ich es doch gesehen. Tut mir leid, Liebes. Ach Mann, die arme Kleine, die hat schon einiges durchgemacht in ihrem zarten Alter. Wie alt wird sie denn sein? So 12? Ich weiß ja nicht. Also noch sehr jung ist sie auf jeden Fall. Ist halt noch ein kleines Kind. Und in dem Alter, ich weiß nicht, also vom Vater haben wir jetzt nichts erfahren, aber ihre Mutter dann noch zu verlieren, das ist halt besonders tragisch. Naja, traurige Sache. Gut, dann gehen wir erstmal zu Havelock. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Mhm. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen Sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was Sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Warum fühle ich mich jedes Mal gut, wenn ich mit dem Kerl spreche? Ich weiß ja auch nicht. Ja, da fühlt man sich schon, als würde man was bewegen. Ich meine, es ist nicht so trivial wie, ich weiß ja nicht, einfach nur irgendwelche Soldaten töten. Man bewegt wirklich was. Das finde ich cool an dem Spiel. Man hat wirklich so den Eindruck, dass man was Gutes tut. Je nach Handel, also was man so tut, meine ich. Wenn man alles abmetzelt, ist das natürlich auch auf eine Art gut, aber andererseits, das sind ja alles noch Kaisertreue. Wir haben ja die Gespräche schon belauscht. Alles unschuldige Männer. Wir schlafen später. Ich bin also... Nein, Spaß. Wir schlafen später, hast schon recht. Wir können auch schlafen, wenn wir tot sind. Wie sieht's aus? Ja, ich bin bereit, nach Sokolov zu suchen, dem kaiserlichen Arzt. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Okay. Ha, ich freue mich schon drauf, Leute. Nächste Hauptmission. Warum auch immer wir jetzt die Freundin von Sokolov finden sollen... Ja, es wird schon wieder Abend. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Cauldron-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Natur, Philosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Nun gut. Da wären wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen und das Sokolovs Gemüse auf Sie kommen. Südlicher Bridgeway. Blutlichter ausgeschaltet haben. Achso, du hast noch mit mir geredet. Entschuldigung. Ich wollte gerade mal kurz die Szenerie ein bisschen betrachten. Ja, nice. So, schauen wir mal. Sieht komisch aus. Wie er sich da noch bewegt dazu. Warte mal, daneben geht es rauf. Hier geht es... Warte, ich will mich erstmal ein bisschen umschauen. Ich werde speichern. Ja, ich werde es wirklich versuchen, vielleicht so auf alle 10 Minuten zu beschränken. Oder 5 Minuten, je nachdem. Okay, hier ist scheinbar nichts. Das finde ich voll gut. Warum habe ich den Blick nicht schon früher geskillt?
Jetzt von wegen grüne Sachen, also grüne Gegenstände sind halt sammelbare Items. Blaues ist benutzbares. Also so interpretiere ich das jetzt. Geht's da rauf? Sieht so aus, oder? For sale, ja. Will ich nicht kaufen. Oh, oh, oh. Ja, das war jetzt... Da sage ich jetzt nichts zu. Das war Absicht. Ich wollte nur mal gucken, wie weit der Teleport geht. Ne? Ist schon klar. Ja, ja. So. Oh Mann. Ich bin auch mal eine Pfeife. Wollen wir doch jemanden sehen? Was da? Weisen wir ihn drauf hin? Auf die Ausgangssperre? Was ist das da unten? Ist das Kupferdraht? Du schnappst ihn dir einfach und dann prügelst du ihn zu Tode. Klar? Schon gut, verstanden. Muss mich nicht anschreien. Zu Tode prügeln. Er hat doch nicht geschrien. Sag mal. Was ist du für ein feines, empfindliches Gehör hier? So, warte mal, der lehnt gegen die Wand. Den müsste ich mir eigentlich schnappen können hier. Ach nö. Jetzt, ausgerechnet jetzt. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Na? Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Mhm. So, ich hoffe mal, das geht klar. Da steht ja noch einer drin, verdammt. Ich hoffe mal, du siehst mich nicht, Kumpel. Da unten ist der Alarm. So, dich wirklich erstmal ein bisschen. Na, scheint gut gegangen zu sein. So, wo trage ich dich jetzt erstmal hin? Oh, das ist ja alles voll, verdammt. Nee, warte mal, hier ist ganz schlecht. Ich werde mal ein bisschen mehr in die Ecke packen. So, jetzt einer nach dem anderen. Ja, ich möchte sie gerne alle ausschalten. Was, da geht's auch noch lang? Warte mal. Aha. Ey, das ist so toll, dieser Blick. Ich, da ist ja noch was. Was ist denn das? Sind Kugeln? Ich kann euch gar nicht sagen, wie toll ich dieses Ding finde. Oh, und seht mal, Zoomstärke. Ah, das ist ja sehr nett. Sehr, sehr nett. Na toll, wie komme ich jetzt an den ran, ohne dass er mich sieht? Jetzt schifft er schon wieder dahin. Sag mal, wie oft muss denn der? Das ist ja nicht normal. Geh mal zum Doktor. Das ist... Ja, da brauche ich eigentlich gar nicht reinschauen. Schnell. Tür zu. So. Puh. Ja, ich krieg schon wieder Panik. Warte mal. Geht der auch zumachen? Ne, geht er nicht. Schade. Ne, ich will erstmal hier hochgehen. Vielleicht kann ich die von oben irgendwo umgehen. Ich muss ja nicht immer alles irgendwie würgen, oder? Was meint ihr? Ah, Lagerhausschlüssel. Gefaltetes Galvanitharz. Ist das wieder was für Piero? Aha. Warte mal, ich werde mal schauen. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass man oft gezwungen ist, einfach den Blick zu benutzen, um besser zu sehen. Aber irgendwie, die Sicht ist doch nicht so, ne? Ich meine, ich könnte darauf verzichten. Die Farbe gefällt mir erstmal nicht so. Und zweitens der Effekt und dann noch den Spruch, den er jedes Mal lässt. Mit der Zeit ist es schon ein bisschen, ja... Wenn man einfach nur so ein bisschen mehr Kontrast sehen würde von mir aus, so schwarz-weiß wäre auch gut. Nicht dieses Gelb, einfach. Sind das da drüben diese Wal... Ja, sind diese Walöl-Dinger. Mal schauen, was haben wir da? Mit der Kurbel geht wahrscheinlich das Tor auf. Nö. Ah, die Kette. Ja, auch gut. Aber die brauche ich gar nicht, oder? Oder warte. Ist eigentlich egal. Ich denke mal, ich muss mir so einen Walölkanister schnappen und da unten irgendwo einsetzen, dass die Lore fährt. Und zack. So, warte mal, ich schmeiße mal runter. Wow! Okay. Na, das war nicht so geplant. Ja, die Dinger können also explodieren. Kann ich... Ah, ich kann Doppelsprung machen, das ist gut. Ich habe schon gedacht, jemand hätte mich gehört. Das wäre fatal gewesen. Eieieiei.
So, wisst ihr was? Hier mache ich mal wieder einen Speicher. Ich bin jetzt schon weit genug gekommen. Das soll mir jetzt mal gegönnt sein, oder? Ja, danke schön. Ihr stimmt mir zu, das freut mich. Vielleicht auch nicht, ich weiß ja nicht. Oh. Ich glaube, da ist Strom drauf. Könnt aber auch nur... Okay. Oh. Warte mal. Ich habe ja gespeichert. Ich möchte nämlich was versuchen. Aha. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Ah, natürlich steht da einer drin. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein... So, warte. Hebel ziehen und ducken. Okay, Teil 1 des Plans funktioniert. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ach man, ich glaube, ich muss auf die Kohle der Wache verzichten. Der Wachen, besser gesagt, weil das sind ja mehrere. Ich will gar nicht wissen, wie viele da unten jetzt rummarschieren. Ah, ja. 1, 2, 3. Lass mich raten, da sind noch mehr. 4 und 5. Och Mann. Ne, mit denen sollte ich mich nicht anlegen. Oh, und drin. Sehr gut. Ist hier jemand? Ah, da unten. Da liegt noch was. Hä? Oh, der hat sich nur angelehnt. Ich dachte schon, dass der hätte mich jetzt entdeckt. Oh, ich hab noch gar nicht... Warte mal, das... Ich höre doch was. Ich hab noch gar nicht nach Runen gecheckt und so weiter. Ich bin ja ein Eumel. 4 Meter, die ist genau hier. Och nee, von der anderen Seite blockiert. Knochenartefakt. Das sind nur 2 Stück. Okay, und da ist eine Kette. Ich muss irgendwie... Irgendwie muss ich darüber. Frage ist nur wie. Ach, wie gut, dass hier nicht so viele Typen sind da unten. Das. Ach, das ist vernagelt. Ich sehe es gerade. Oh Mann. Kannst du nicht irgendwie mit dem Messer durchs Schlüsselloch fummeln und das. Ach, und da muss ich auch noch hin. Oh nein. Das ist ja schrecklich. Schreckloch. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgang. Ach so, warte mal. Ich bin so bescheuert. Auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ja, gar nicht so doof, oder? Also... Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder und ich komme mal ungesehen irgendwo durch, obwohl es total für Soldaten verseucht ist hier alles. Yes, meine Rune. Sehr schön. Ah. Ich habe doch gedacht, ich habe die Sicht schon wieder ausgewählt. Was da unten? Da ist einer. Und da ist noch einer. Verdammt mich. Was ist da unten eigentlich? Ach, hier kann ich die Lichter ausschalten oder die Schleuse vielleicht. Nee, die ist ja schon auf. Was kann ich hier tun? Geht mein Teleport so... Tatsächlich, der geht so weit. Ich glaub's gar nicht. Ich glaub's ja gar nicht. So, Freunde der Sonne. Ich speichere hier. Ja. Ja. Ohne Rechtfertigung. Ganz einfach so. Dreh dich rum da vorne. So, das klappt doch wunderbarstens. Bis der eine jetzt hinter mir wieder schreit, aber... Okay, scheint nichts zu sein. Und tschüss. Okay, der dreht sich auch gerade rum. Da ist noch was. Oh, da sind sie alle. Eieieiei. Ach, das... Nee, da war ich noch gar nicht. Wollte schon sagen, das ist wieder was anderes. Ach, da, guck mal, die haben alle noch Börsen an den Gürteln. Das heißt, die haben noch Geld einstecken. Aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich will einfach nur mein blödes Geist-Achievement mal haben. Das ist mir jetzt wichtiger, wenn ihr mich fragt. Ach, komm, dreh dich rum. Sieht der mich hier überhaupt schon? Ich kann ja mal... ganz nonchalant einfach mal drauf zulaufen. Oh, oh. Warte. Ich erlaube mir noch einen.
Nein. Ich dachte, du läufst gerade weg. Pfeife. Kommt der jetzt hierher? Willst du mich verkohlen? Ich habe gerade deinen Kumpel schlafen gelegt. Mach doch nicht sowas mit mir. Ach nö. Nein. Dreh dich rum, bitte. Bitte, bitte, bitte. Danke. Oh. Ey, hätte den jetzt entdeckt, das wäre dann wieder das Ende meines Achievements gewesen. Ich möchte das mal haben. Ich möchte es euch beweisen, dass ich das hinkriege mit nicht allzu vielen Saves. Das ist alles machbar. Naja. Aber Leute, ob es machbar ist, sehen wir dieses Mal nicht mehr. Wenn es euch bisher gefallen hat, die Folge oder die ganze Folge, gebt doch gerne einen Daumen hoch auf das Video. Wenn nicht, einen Daumen runter, sagt mir warum. Und ich sage bis zum nächsten Mal mit Dishonored, die Maske des Zorns.